Moin moin meine Freunde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Kona auf der Switch. Und wie ihr sehen könnt, befinden wir uns immer noch in der Nacht. Und wenn man auf die Karte guckt hier, gucken die Karte hier, dann werden wir jetzt den oberen Bereich abklappern. Wie man sieht, ist da noch zwei, drei Häuser, ein paar Schlafgelegenheiten. Die werden wir jetzt abklappern und gucken, was es da so gibt. Also, los geht's. Nächste rechts, würde ich sagen. Das war... Im Dunkeln ist die Schade hier. Aber... Private steht da. Okay. Die Frage, ob wir einfach reineiern mit unserem Wagen oder ob wir die Schranke öffnen, weil wir ja so cool und nett sind. Aber reinfahren. Forstgebiet. Okay. So, halten wir kurz an. Steigen. Wagen immer laufen lassen, weil sonst geht der irgendwann ab. Oh, hier sind auch wieder Wölfe. Ah, die Taschen labern. Okay. Liegen so ein paar Sachen. Wir finden kann man hier nicht. Oh, ein Schachbrett, können wir in der Figur bewegen. Who quits a game one step away from victory? Ja. Leute, die Angst leben und schnell weg müssen. So, ein bisschen Licht hier drin. Untersuchen. Halb leer oder halb voll. Machen wir ein bisschen Feuer hier. Ein bisschen aufwärmen. Da steht eine Flasche, die können wir nicht mitnehmen. Da hoch. Nee. Ja, also richtig viel ist hier nicht zu entdecken, wie man sieht. Eigentlich gar nichts. Na gut, gehen wir raus. Da war noch einmal um die Hütte rum. Da war noch ein anderes Haus oder ein anderes Schlafgelegenheit, habe ich gesehen. Also trotzdem mal hier umgucken. Und hier nochmal Holz mit. Gut, dass die Holze liegen hier echt wirklich überall immer rum. Das ist wirklich das Feine. Warte. Ein bisschen weiter durch. Da müssen wir wahrscheinlich mit dem Auto auch mal hinfahren. Das machen wir jetzt. Der Wagen steht ja direkt hier vorne. Fahren wir hin zum letzten Haus da. Also mysteriös alles auf jeden Fall, aber im Moment kommen wir gar nicht so richtig voran. Aber das wird schon. Richtig? Die Karte. Na doch. Hier noch. Na komm. Der Wagen braucht Schneeketten. So hat er ja schon, ne? So. Ohne Schneeketten würden wir hier gar nicht vorankommen. So, da steht die nächste Hütte. Aussteigen. Wieder Wolfsspuren, wie man sieht. Was denn hier? Someone had been playing with a crossbow here. A very dangerous game. A bolt could hit someone's tire or their eye. It could even kill someone if the aim was right. Okay. Was ist das denn für ein Bolzen? Eigentlich. So, gehen wir in die Hütte rein. Hier ist die Tür, okay. Without a single window to brighten things up, the inside of the cabin was almost pitch black. Beware of close encounters of knee and furniture. Okay, brauchen wir nicht. Keine Lampe? Auch da, ne? Hat man Karten gespielt? Solitaire. A card game only hermits can truly enjoy. Carl felt depressed at the thought of playing this. Ein Koffer mit sauberen Kleidern. Leer. Was? Eine Zahnbürste. Diese Zahnbürste ist noch feucht. Huch, das heißt, die wurde schon mal. Mal feuern. Die wurde schon benutzt. Also, was ist das denn hier? Ein Mangel an Lebensmitteln. Everything was set up for a well-deserved snack. Da ist irgendwann noch ein bisschen Tatsache. It seemed like the place hadn't been empty for long. But without knowing exactly why, Carl had the feeling no one was coming back anytime soon. Ich glaube, dass hier keiner wiederkommt.
So sieht es auf jeden Fall nicht danach aus. Okay. Wo kommt die Musik her, frage ich mich. Denn es gibt ja nicht wirklich ein Radio. Okay, pass auf, wir packen was in unseren Truck. Dann ist das schon mal los. Frage mich, wo die Musik herkommt. Da war kein Radio an oder so, ne? Also was können wir denn ablegen, was wir nicht brauchen gerade? Da kommen wir ein so ein Holzkorb ablegen auf jeden Fall. Ja, und zurück. Und sammeln den Schrott nochmal ein, der hier liegt. Dann merke ich, wie ich Musik hört, oder? Maler dürften wir noch keine Musik hören hier. Na gut. Hier kommen wir nicht weiter? Oder gibt es hier noch irgendwas auf der Karte, was wir nicht gesehen haben? Können wir kurz aufwärmen? Ja, eigentlich nicht. Also wir können zurückfahren und dann zu dem Haus da oben. Machen wir jetzt. Gut. Und zur Hauptstraße fahren. Oh! Oh! Ja, merkt man schon, dass mein Gehirn ein bisschen eingefroren ist hier, da. Okay. Müsste doch machbar sein, hier wieder rauszukommen. So. Hier kommt die Hauptstraße her. Geht echt nicht weiter auf, zum Scheiß. So, draußen rumtänzeln. So, kurz auf die Karte gucken. Komm raus, dann müssen wir nach rechts. Hm. Gleich wieder hier vorne rechts, links, ne? Ja, oh, schon vorbeigefahren. Und wir wagen sich halt mit. Falls wir jetzt kein Feuer mehr oder irgendwas machen können, dann kann man sich immer noch im Wagen aufwärmen. Oh, es lädt. Es scheint auf der richtigen Spur zu sein. Wenn es lädt, ist es immer ein gutes Zeichen. Denn bedeutet es eigentlich nur, dass ein neuer Abschnitt kommt. Und so ein gutes Zeichen ist es dann doch nicht. Na komm. Aus der Familie Blaze. Okay. So, das könnte mal wieder spannend werden. Gucken wir nochmal das Haus der Familie Blaze. A wintry atmosphere surrounded the house. The soundlessness of the area suggested it was empty. Ah, Licht ist an. Löcher ist hier los. Guck mal hier. The key, ein Schlüssel. Which seemed to be meant for a padlock, bore an inscription reading Klutze Efis. Hmm, a company name. Better keep an eye open. Businesses weren't exactly numerous around these parts. Okay, gut, dass wir Schlüssel haben. Feuer machen wir jetzt mal kurz, obwohl können wir auch schnell machen, Feuer. So, money in a jar. What a shame. Carl would have loved cookies. Ja, ein paar Kekse wären nicht schlecht gewesen. Da ist echt hier überhaupt nichts drin irgendwo. Man kann immer alle Schränke aufmachen, man findet wirklich selten was. Okay. Dann sage ich das und dann finde ich natürlich was. gut, gut, gut. Ein Braten in der Röhre. War nichts. Was? A pay stub for some undoubtedly harsh lumberjack work. Alexander Blais felled trees and chopped woods for Cloutier et Fils. Na, okay. Gucken wir schon mal, was er macht. Jetzt weiter. Kein Licht. Kein Licht. Gut. Gehen wir nach oben.
Mein Notizbucheintrag, okay. Nichts zu sehen? Was ist das? Ich befürchte das Schlimmste von Alexandre. Er schläft kaum noch. Zuerst dachte ich, dass es an seiner Arbeit liegt, aber die Sache ist schlimmer. Die ganze Nacht über starrt er nur ins Leere. Er spricht kaum noch mit mir. Sein Sohn wollte mit ihm spielen, aber er hat kein Wort von sich gegeben. Und wie er immer auf das Fenster starrt. Letzte Nacht habe ich gehört, wie er im Schlaf gesprochen hat. Er kommt hierher, hat er gemurmelt. Ich weiß nicht warum, aber diese Worte haben einen tiefen Eindruck bei mir hinterlassen. Kurz darauf ist er aufgewacht, schweißgebadet. Er konnte sich natürlich nicht an seinen Traum erinnern. Dann ist er nicht wieder eingeschlafen und hat den Rest der Nacht kettenrauchend am Fenster verbracht. Heute Morgen hat er mir gesagt, dass ich meine Sachen packen soll. Ich frage mich, aus welchem Grund. Ob er das selbst war? Weiß, wir warten. Aber worauf? Ich glaube, ich habe Angst. Das glaube ich auch. Solltest du auch haben, gute Frau. Denn irgendwas geht hier ja nicht mit rechten Dingen zu. Da ist ein Lichtschalter. Einschalten. Okay, da ist natürlich nicht so viel Licht hier. Und hier ist der Fernseher an. Warum nicht an? Ist da unten jemand? A window left open in that weather? Perhaps something had to be watched. The sheets were in such a way that indicated a rude awakening, followed by a hurried escape. Was ist das? What had happened here? Le Monstre. Kann ich mir übersetzen, heißt das Monster? Weil die nicht Französisch können. Wo ist das untersuchen? Ja, für ein Spielzeug. Na. Ja, also irgendwas klimpert da unten. Wir gehen mal nochmal runter. Da! Konnte denn der Wolf die Tür auf und zu machen? Crazy Wolf. Gut. Die laufen jetzt aber nicht hinterher, oder? Müssen wir wahrscheinlich noch. Und gleich. The snowstorm pummeled everything in its path. Carl was not surprised when he heard no tone. Aha. Was ist das? Liebe Marie, entschuldige mich bitte meine hakelige Schrift, aber ich muss mich beeilen. Ich fahre nämlich mit Mutter und Mrs. Roy nach North Manistan, denn sie sagen, dass es hier in diesen Tagen viel zu gefährlich ist. Ich weiß nicht, was los ist. Mutter erzählt mir nichts, damit ich mir keine Sorgen mache. Ich weiß nur, dass sie denselben Ausdruck im Gesicht hat, wie sie ihn immer hat, wenn ich sie erschrecke. Vater und Mr. Roy kommen nicht mit. Sie sind los, um Mr. Lachance zu holen. Das sind echte Helden. Meine Oma lebt in einem wirklich großen Haus in North Manistan. Du wärst auch willkommen. Ich muss jetzt los. Dein Freund Martin. Halt. Glühbirne durchgebrannt, klar. Wie kannst du es noch? Oder Anzünder. Wäschefilm? Aber wir es nötig haben, aber machen es einfach mal. Da. Was ist das? Komm doch nicht ran. Nur weil diese ganze Kacke hier auf ist. War das nächste Buch? Zeitung. In den letzten Tagen kamen die Ermittlungen im Todesfall Pierre Blaise zum Erliegen. Die Autopsie des Leichnams hat keine neuen Erkenntnisse für die Ermittler ergeben, die sich wiederum weigern, Auskunft darüber zu geben, was als nächstes unternommen wird. Diese neue Entwicklung muss im Zusammenhang mit dem Annahme eines Unfalls betrachtet werden. Pierre Blaise Leiche wurde vor 2 Wochen in der Nähe eines Fußweges zur Kupfermine gefunden, die schon bald wieder in Betrieb gehen wird. Blaise war ein Ingenieur und arbeitete im Auftrag eines Konsortiums unter der Führung von William Hamilton an Plänen rund um die Neuöffnung der Mine. In einer ersten Stellungnahme hatte die Polizei zu Protokoll gegeben, dass die Leiche schändlich zugerichtet worden war. Mittlerweile lautet die offizielle Version jedoch, dass der Leichnam von wilden Tieren teilweise verunstaltet wurde. Okay. Was? Das Lesestoff für die Freizeit, achso, okay. Okay. Wie mehr können wir hier jetzt nicht entdecken? Was aber auch nicht so schlimm ist. Geh mal draußen und guck mal. Ich bin gleich angegriffen. Oh, was ist denn hier noch eine Zeichnung? The Spirograph amused Carl. It was a nice modern toy. Aside from being repetitive by nature and completely useless. Still, it found its way into many Quebecois homes. Gehen wir da rüber in die Garage? Oh, ist hier kein Wolf und es angreift gleich. Ich glaub nicht. Wir haben keinen Schlüssel dafür. Huch.
dachte, das ist nicht der Schlüssel, den wir gefunden haben anscheinend. Aha, okay, wie kommen wir denn da rein? Irgendwo hier hinten irgendwas finden. Oder drin ist vielleicht noch ein Schlüssel, müssen wir mal gucken. Rüberhüpfen. Oh, können wir nicht, ne? Mhm. Wo könnte sich hier noch ein Schlüssel befinden? Und ein Blumenpott. Wir gehen nochmal rein und durchsuchen nochmal alles. Und dann haben wir ja auch einfach nur einen Schlüssel übersehen. Gucken wir nochmal nach. Also hier unten, glaube ich, haben wir alles soweit durch. Irgendwo hier sind ein paar Bilder. The picture had been taken inside the house. It was the same wallpaper. Judging by the smiles, nobody suspected the impending misfortunes. Little Martin Blais with his uncle Pierre. There was a deep sense of bonding and pride coming out of the picture. Wir gehen nochmal hoch. Carl felt sorry for the man. No one deserved such a cruel fate. Also hier hängen so ein paar Sachen, aber hier würde ich jetzt keinen Schlüssel vermuten. Hier. Partner gegen Raucher. Das ist ja kein schönes Haus, muss man auch mal sagen. Auch schon durchsucht. Drin haben wir auch nichts gefunden, ne? Irgendwie noch ein Schlüssel irgendwo hängt? Nee. Gut, also Schlüssel haben wir hier nicht. Weiß ich auch nicht, was. Ich wüsste jetzt auch nicht, wo noch einer sein könnte hier. Im Häuschen. Müssen wir noch ein bisschen rumforschen. Hängt einer im Bett? Nee. Auf, hier war auch keiner mehr weiter, ne? Nee, gut, also wir gehen nochmal raus. Wo könnte dieser Schlüssel sein von dieser kleinen Hütte? Weiß nicht. Ein Teppich liegt ja auch nicht, dass ich irgendwie was hochheben kann, oder? Nö. Gut. Von mir finden wir hier auch nicht. Das wirkt viel größer als von drin, ne? Na gut. Fahren wir erstmal weiter. Und fahren nochmal auf die Hauptstraße. Gucken, ob wir da irgendwie noch weiterkommen. Und wir müssen uns merken, dass hier auf jeden Fall eine Kammer ist, die zu ist. Und vielleicht finden wir da ja jemanden, der diesen Schlüssel hat. Kann ja gut sein. Oh, geht aber auch immer zu schnell, du. Kann man nicht richtig wieder? Ja, also wir fahren in die Richtung. Hier. Und es geht, ist der Weg noch frei. Oh, es lädt. Wechsel. Oh. Ein Auto? Ein Unfall. The track was fresh. That meant the car sunk down just a little while ago. Now where the hell could the passengers possibly have gone? Wir dann? The crossbow bolts had the same origin. Carl was sure of it. Who was it? And more importantly, what was being hunted like this? Da ist schon wieder das Eis. Lass erstmal den Wagen untersuchen. Und gleich ins Eis. Bilder untersuchen. Ein einzelner Stiefel, okay. Schießt er mit solchen Pfeilen auf ihn? Hier Handschuhfach, was auch immer. Da nichts drin. Schade. Okay. Schauen wir uns das Eis da mal an. Hier liegen auch ein paar Sachen, ne? Ja. Ranger-Fiebel. Diese scheint Wildfreud zu gehören.
Hier sind auf jeden Fall wieder Spuren vom, Wolf. Das sind immer diese Spuren drumherum, ne? Ein riesen Wolf, der wahrscheinlich Eis scheißt. Wir folgen mal der Spur hier. Das sieht so aus, ob die hier irgendwas verschleppt haben oder was auch immer. Eiswand. Oh. Carl knew why he was suddenly shivering. He was going back to the realm of visions. Carl had no issue recognizing the spirit-like figures, but he couldn't figure out what they wanted from him. The phantom, freed of reality's shackles, vanished in the forest. Earlier, Carl had witnessed a tragedy that befell it. Another phantom disappeared in the wilderness. Carl had seen what happened to it too. A third phantom gently faded away. Carl noticed that as the cursed villagers finally left reality, he could feel a sense of unburdening exuding from them in an almost intimate way. The last phantom, lost in solitude up until now, joined the others in the forest's darkness, free at last to enjoy an eternal, well-deserved slumber. Okay. Carl was only beginning to understand the horror which had struck this village. He understood that the dead were piling up and that he couldn't help them by himself. The road was clear for him. He needed to push further north and fast to find help. Ja, also mal gucken. Also wir müssen weiter nach Norden, das ist klar, aber die Eiswand ist ja jetzt weg hier, ne? Können wir weitergehen? Uns mal um. In die richtige Richtung. So, wir laufen mal weiter. Gucken mal, wo wir landen. Die Spuren sind weg. Was ja schade ist. Wir sind richtig. Glaube ich zumindest. Lädt. Gut. Was hat das mit dieser Eiswand auf sich? Und wohin sind diese vier Geister entschwunden? Ist schon sehr komisch hier alles. Aber ich glaube, das lösen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.